Hi Leute, ich bin's wieder, Krokodok Top mit Renekton auf der Top Lane in der Serie Brawl to Diamond. Wir zocken diese Runde gegen Checks mit Grasp. Also keine Ahnung, er spielt irgendwie so eine Off-Tank-Variante oder so. Weiß nicht, auf jeden Fall finde ich das ganz okay. Gegen Checks ist relativ ja angenehm. Wenn wir unser E haben, müssen wir halt weg-ehen, wenn er mit seinem Counter-Strike kommt, und wieder rein-ehen, wenn er dann den ausgelöst hat. Ist ganz in Ordnung. Wir haben halt einen Yasuo in der Mitte gegen Malphite, und Malphite destroyed halt Yasuo, egal ob er jetzt AP oder Tanky spielt. Beide Varianten, ja, bumsen Yasuo einfach um. Er muss im Early ein bisschen gucken, dass er da, ja, ein bisschen was macht, aber er hat schon gesagt, er spielt passiv. Leute, auf Level 1 darf man Checks nicht unterschätzen. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass er uns nicht anläuft mit seinem Counter-Strike. Oh, das war ein Leck. Aber die Auto-Q-Trades erwarten die Gegner wie immer nicht. Ich bin jetzt Level 2, dann gehe ich gleich mal rein. Ich will halt nur nicht Minions verlieren. Das war schon mal gut. Gragas ist ein Champion, der ja Early ziemlich gut ganken kann. Da warte ich lieber mal. Und ich weiß gar nicht, hat er gar nicht mit Counter-Strike angefangen? Ja gut. Das hat er schnell ausgelöst wieder. Ich konnte da nicht rechtzeitig weggehen. Aber kein Ding, Leute. Wir sind Level 3. Jetzt möchte ich gar nicht so heavy pushen. Und muss ihn da auch nicht vor seinem Tower irgendwie von Minions wegzonen. Das kann ich dann später noch machen, wenn das Ganze jetzt gegen uns auspusht. Zünd mal einen Pott und ich gucke auf die Minimap, Leute. Nicht, dass der Gragas vorbeikommt. Aber ich habe Shyvana als Backup da. Ja, der Checks lässt sich ganz schön poken. Er hat jetzt, glaube ich, alle seine Pots schon raus. Ne, einen hat er noch. Und Gragas haben wir immer noch nicht gesehen, aber wir haben richtig gute Vision unten. Das ist gut. Ah, das hat er gut gemacht. Ich wollte ihn da ein bisschen überraschen. Indem ich mein W einfach ziemlich schnell zünde, aber ja, er hat das Ganze antizipiert. Okay, da kommt der Flash. Was ein bisschen doof ist, ist, dass er TP dabei hat. Zünd meinen Pott und erwisch mal ein paar Minions. Leute, je mehr Minions ihr trefft, desto mehr healt ihr mit eurer Q. Ja, ich sollte eigentlich mal weg. Shyvana will auf jeden Fall. Aber ja, er hat jetzt hier so schlecht getradet. Das Problem ist halt, dass er die Pots ready hat. Ich gehe mal back in die Base. Das Ganze ist jetzt ausgepusht und ja, dann habe ich einen Item-Lead. Ja, weil ich habe ihn ziemlich outfarmed und Checks pusht zum Glück nicht so schnell. Da komme ich eventuell rechtzeitig wieder zurück auf die Lane. Und ich glaube, ich gehe auch in diesem Matchup eine Klinge des gestürzten Königs. Weil er macht halt viele Auto-Attacks, und wenn wir mit unserer All-In-Kombo ihn nicht tot kriegen, dann kriegen wir halt mega aufs Maul danach. Und deshalb möchte ich so ein bisschen Sustain-Damage haben mit der Klinge des gestürzten Königs. Und ich habe jetzt einfach so viele Runden mit der Klinge des gestürzten Königs gespielt und es funktioniert so geil. Sauber, wir haben den ersten Drachen. Es funktioniert so geil, dass ich das jetzt auch in anderen Matchups mal ausprobiere, nicht nur gegen Tanks oder Bruiser. Wobei, Jax ist ja mehr oder weniger ein Bruiser. Okay, wo ist Jax? Ah, wahrscheinlich nochmal zurück in die Base gegangen. Da haben wir ein bisschen durcheinander gebracht im Early Game. Schade, dass wir da nicht ganz so viel Damage dann gemacht haben. Mit dem Ignite noch.
und die nicht killen konnten. Nee, aber es geht uns halt hart. Wir müssen gucken, dass wir am Anfang ein bisschen Lead kriegen. Aber, Leute, ich stack jetzt hier eine dicke Wave. Und dann bin ich deutlich vor ihm Level 6, weil er... Ja, seht ihr, ich bin schon Level 6. Ich hoffe, dass ich die nächste Wave auch noch stacken kann. Weil dann kann ich mal gucken, ob ich in Tower diven kann. Aber ich denke eher weniger. Also er hat halt seinen Counter-Strike noch ab. Ja, okay. Ist jetzt auch Level 6. Und ich sehe Gragas nicht. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich laufe mal. Jetzt muss der da ziemlich viel Last hitten. Und ist da eine Weile an seinen Tower gefesselt. Dann kann ich mal hier gucken, ob der Gragas sich eventuell irgendwo rumtreibt. Ich halte mich mal ready, falls wir da helfen müssen. Ah, da hat er meine Ulti rausgebaitet. Der kleine Bro. Vielleicht können wir seinen Counter-Strike ausbeten. Nee, das war nicht so sauber, Leute. Ja, und jetzt versohlt er uns halt. Nö. Hat er schlecht gemacht. Leute, wenn er engaged mit seinem Jump, dann können wir einfach weggehen. Er muss mit seinem Jump warten, bis wir ja, weggeht haben und muss versuchen, so irgendwie an uns ranzukommen. Das macht er einfach schlecht. Shyvana hat jetzt den ganzen Topside-Jungle von dem Gragas geklaut. Das finde ich auf jeden Fall gut. Ich mache einen Auto-Attack und dann verziehe ich mich. Die Minions machen den Rest. Das Towerblade kriegt ihr auch noch, wenn ihr da hinten steht, im Busch. Ja, und so bin ich ein bisschen schneller weg. Jax verliert hoffentlich das Cannon-Minion oder noch mehr. Und wir müssten eigentlich... ein bisschen brauchen wir noch. Leute, ich kaufe mir gleich mal ein bisschen Magic Resist. Weil ich zum einen mir die Mercury Threads hole. Gegen erstens die CC von denen. Ein bisschen haben sie schon. Knock-Ups lassen sich ja nicht verhindern, falls ihr das nicht wisst. Knock-Ups, Knockbacks lassen sich nicht verhindern mit Tenacity, aber halt normale Stunts. Und Jax E und ihr E, oder wo auch immer sie ihren Stun hat, das zählt als, ja, als normales Stun. Das können wir verhindern und dann haben die halt richtig viel AP-Damage. Kaisa und Jax machen auch richtig viel AP-Damage. Okay, Gragas kommt. Da laufe ich mal. Ah, das war Flash-Bauchrammer. Leute, ich habe mich da auch gerade verklickt. Ich wollte, nicht auf ihn drauf flashen. Ich wollte nur Q drücken, aber habe meinen Flash schon ready gehabt. Und dann habe ich, ja, da so ein bisschen... die falsche Taste gedrückt. Das war doof, aber allzu viel verlieren wir hier nicht. Oh, das habe ich mir vorhin gar nicht gegönnt. Ja, also Jax finde ich ein bisschen krass, wie viel Damage er uns macht, dafür, dass er nur ein bisschen AD sich geholt hat. Und unlucky, dass der Gragas da gerade kam, wo ich gewartet habe. Und dann auch noch seinen Flash-Bauchrammer verwendet hat, um an mich ranzukommen. Ja. Leute, fast wäre ich weggekommen, aber die haben alles geused. Gragas Ult, Gragas Flash. Jax hat jetzt keinen Flash mehr. Jetzt kann er nicht einfach vor uns wegpussieren.
Leute, ich pushe das Ganze schnell aus, weil der Jax jetzt back in die Base ist. Und dann gucke ich mal, vielleicht kann ich dem Yasuo ein bisschen helfen in der Mitte. Ne, bin durch den Ward gelaufen. Ja, er pussiert weg mit der Ultimate, aber finde ich nicht schlecht. Dann kann er wenigstens den Yasuo nicht ulten. Ich ping mal, dass der Jungler Mist ist und dann hole ich mir oben meinen Farm ab. Sauber, Gragas stirbt wieder, aber dafür kriegt unsere Botlane-Kills. Ja, Caitlyn, sauber. Easy. Ich gehe nochmal back. Er hat, glaube ich, wieder TP. Aber ein Blade hole ich mir noch oder zwei. Weil Gragas war ja tot. Er hat noch 17 Sekunden, bis er backkommt. Da kann ich mir zwei Blades holen. Kein Problem. Ich ping mal Drachen, damit die Shyvana dran denkt. Und dann gehe ich schnell back in die Base. Weil Cannon Minion Wave und so. Aber ich glaube, er TP't jetzt und dann rennt er mich im Busch an. Nee, er TP't nicht. Unter dem Umstand doch RTP'd. Ah, schon wieder Gragas oben auf der Top-Lane. Ja, da hätte ich nicht greeden sollen für die Wave. Ich dachte, er TP'd nicht. Ah, schon das zweite Mal, dass der oben ist. Aber kein Problem, Leute, dann kriegen wir so lange Drachen. Wir haben jetzt auch die Blade auf das Blade fertig. Und ja, ein bisschen mehr Magic Resist. Ich hole mir noch mehr Magic Resist. Dann, ja, weil Gragas und Jax machen halt schon ziemlich viel Magic Damage. Und jetzt hole ich mir ein Pinkboard, Leute. Es geht mir so langsam auf den Sack, dass der immer nach oben kommt. Ja, okay, aber nee, der soll da nicht hingehen. Ich will ihn da nichts reinbaiten. Der Gragas möchte mit dem Jax zusammen die Top-Lane einreißen, aber ich lasse es nicht zu. Aber gar nicht so schlecht, der Gragas. Da mit der Barrel-Kombo hätte er mich fast erwischt. Bot-Lane hat einen Blutrausch. Ich will First Blood Tower, schnell! Sauber. Gragas ist immer noch Topside. Ich muss aufpassen, wenn der Jax jetzt wieder kommt. Wer ist der Nächste auf dem Schafott? So, ich hole mir jetzt als nächstes ein bisschen Tankiness. Ja, ihr habt gesehen, der Jax, der haut schon ganz schön rein. Und ich brauche halt auch Cooldown Reduction. Dann kann ich so ein bisschen weghalten, auf Cooldowns warten und dann anschließend wieder reingehen.
Das war ein schlechter Back von dem Yasuo. Ich glaube, jetzt kommt der Herald, oder nicht? Ich slow ihn gleich mal. Ja, da wollte der Malphite. Okay. Es war ein bisschen übermotiviert von dem Yasuo. Ich muss jetzt dem Yasuo nicht den Farm klauen. Ein Yasuo kommt ganz gut mit Farm aus. Ja, und wenn der fett wird, habe ich nichts dagegen. Ich habe das Gefühl, dass der Gragas hier irgendwo rumgeiert. Malphite kommt jetzt aber wieder, da verziehen wir uns lieber schnell. Nee, ich will da jetzt auch nicht irgendwie für einen Gromp greeden oder so. Da waren drei Leute. Ja, das ist ein bisschen doof. Jetzt verliere ich hier wieder eine Wave. Aber Leute, lieber nicht sterben. Und ja, ich hole mir jetzt mal noch das Ding hier fertig. Weil bis ich das nächste Mal in die Base komme, habe ich 950 Gold. Und dann kann ich mir das Black Diver holen. Und so habe ich einfach ein bisschen besser Gold ausgegeben und habe nichts irgendwie auf der hohen Kante rumliegen. Dragon Up, das heißt, ich rotiere in die Mitte. Top Lane ist ja reingepusht. Zwei Leute oben. Das heißt, wir preparen mal den Drake. Malphite sollte keine Ult haben, soweit ich weiß. Soweit ich mich entsinnen kann. Ah, ich habe gedacht, da benutze ich jetzt mal meinen Blade nicht. Und dann hat er aber sich nicht bewegt. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich es halt schnell. Und genau in dem Moment hat er leider geultet. Aber kein Problem. Gragas war Topside, er hat keine Ulti mehr. Musste sich da verziehen. Oh, ich wollte dodgen. Naja, fast. Ich muss mal oben die Top-Lane defenden. Ja, aber Chex ist schon ein krasser Tower-Pusher. Aber dann gucke ich mal, vielleicht läuft er mir jetzt entgegen. Nein. Mein Team macht in der Mitte Druck, das heißt, ich bleibe weiter auf der Top-Lane. Aber jetzt müssen wir so langsam aufpassen. Ich glaube, Jax kann uns mittlerweile schon, ja, ganz schön auf die Mütze geben. Aber wir sind halt zwei Level über ihm, also ganz so arg Angst habe ich jetzt auch nicht. Ich warte mal noch ein paar Sekündchen auf dem Board. Und ja, jetzt entwerde ich so ein bisschen den Jungle, ein bisschen Erfahrung kann ich den denyen. Ich push die Top-Lane konstant rein, mach hier Druck. Aber ich glaube, ich gehe nochmal weg. Jetzt habe ich Black Diver fertig. Und meine anderen Lanes machen gerade keinen Druck. Wir sehen keine Gegner. Gut, jetzt sehen wir zwei. Aber die können jederzeit hier auf mich drauf kollapsen und mich umhauen. Zu dritt oder zu viert. Da muss ich nicht bleiben. Und ich meine, wenn ich einen guten Buy habe und meinen Black Diver jetzt fertig habe,
dann gönne ich mir das halt schnell. Ich laufe jetzt mal zwischen Top-Lane und Mitte rein und dann gucke ich mal, wo ich hingehen muss. Ja, es gefällt mir gerade nicht so, wie wir backgehen immer. Es ist irgendwie immer eine in der Base. Wir sollten mal alle geschlossen irgendwie Druck machen. Ich ping mal, dass alles Mist ist, damit die Caitlyn da nicht zu tief geht. Ja, seht ihr, jetzt ist Yasuo wieder in der Base. Ist ein bisschen scheiße alles, aber unsere Botlane macht Damage und kann ziemlich gut Türme belagern. Der Jax will gar nicht mehr irgendwie sich auf der Karte bewegen. Der steht unterm Tower. Er will nicht gedived werden, da gibt er uns lieber den Tower, das finde ich ganz gut. Da bin ich mal entgegengelaufen, nicht, dass der Jax auf einmal... Meine Shyvana killt, aber Leute, easy. Die Leute hinten hier unterschätzen uns völlig. Bisschen können wir noch pushen. Einmal die ganze Base kurz weggenommen. Oder nicht die ganze. Ein Inhib steht noch und die Nexus Tower. So, immer schön, wenn ihr sowas macht, dann habt ihr ja Vision, weil die Minions reinpushen. Wir sehen hier alle Gegner, dann könnt ihr schön safe. Nö, hat der Brand halt Pech gehabt, wenn er overstayed. Dann könnt ihr schön, ja, dann seht ihr alle Gegner und könnt schön, guck mal, ob hier Vision ist, ne. Schön den nochmal, den ganzen Jungle Creeps klauen, dann haben die gar nichts mehr, dann, ja, nehmt ihr das ganze Gold weg, Leute, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, nehmt ihr einfach die ganzen Camps weg, dann können die nicht mehr farmen und ihr habt dann einfach doppelt so viel Gold. Ich gehe nochmal kurz in die Base und hol mir meine Komponenten, weil das Team ist ein Team, wo ich das ziemlich krass burstet hier. Malphite, Gragas, Lux, Jax, die bursten alle richtig hart, da will ich nicht direkt umfallen. Aber auf der anderen Seite sind sie auch squishy, das heißt mit Damage und Anti-Burst, das ist die beste Kombination. Und was gibt Damage und Anti-Burst? Genau, Death Dance, deshalb gehe ich das. Yomus wäre jetzt einfach nur... Ja, dann wäre ich ein bisschen faster, aber sobald mich einer catcht und ich irgendwo in dem Stun stehe, dann bin ich einfach instant tot. Es kann ziemlich gut sein, dass der Gragas hier... Nee. Wölfe farmt, aber... Hat er nicht. Hat er nicht. Kate, den Spittet unten, das sollte sie mal ein bisschen... Ja, das sollte sie vorsichtig sein. Ja, jetzt what I mean, Leute. Scheiß drauf. Dann holen wir uns jetzt halt Baron. Wie viel brauche ich noch für meinen Death Dance? Hab ich... Also, dann gehe ich Botlane jetzt. Ich hoffe, mein Team kommt mit. Schöner Call, Leute, das Team hat ein Brain dieses Mal. Ich habe ja am Anfang eingeblendet, wie es steht, Leute. Ich hatte
von den 10 Spielen, die ich verloren habe, 5 Teams, wo 2 AFK gegangen sind, wo einer einfach die Lane-Runde gerannt ist und geintet hat. Leute, ich kann ein Spiel carryen, wo eine Lane feedet. Oder auch, wo alle so semi-feeden. Aber nicht, wenn zwei Lanes komplett rein. Was will man da carryen? Und aber dieses Team ist ganz gescheit. Der Yasuo, der hat nicht irgendwie dumm sich die ganze Zeit vom Malphite killen lassen. Der hat jetzt halt auch keinen Kill, aber 2 Assists. Und kein Tod und hat halt schön gefarmt und so. Freut mich, dass ich mal ein Team habe, was nicht ganz so doof ist. Wenn die Kai'Sa hier irgendwie meint, bleiben zu müssen, dann... Ja. Dann holen wir die alle ab, Leute. Kein Ding. Easy. Was? Gragas AFK? Ja, er will einen Tower rein ulten. Ich hoffe, mein Team lässt sich da nicht baiten. Nee. Okay, Leute, war wieder gut gecarried. Die Shyvana hat auch gut Work gemacht. Die Botlane, ja, Caitlyn pusht halt. Easy peasy. Die war jetzt nicht so gut. Ihr habt gesehen, unten hat sie sich rauscatchen lassen und sie ist auch öfter mal gestorben. Na, komm, wir wollen die Sets sehen. Yasuo kriegt einen gut gemacht, auch wenn er jetzt nicht so einen Impact hatte, weil er halt, wie gesagt, den Malphite halt nicht gefeedet hat. Ich habe es am Anfang noch geschrieben. Chill, Junge, lass dich auf keinen Fall da wegbumsen. Und ja, hat funktioniert. Wir gucken mal. Den Damage an, ja, da habe ich wieder Work gemacht. Shyvana war auch ganz gut zusammen mit dem Yasuo? Nee, Caitlyn. Ja, Yasuo hat sich carryen lassen, aber das muss man auch können, sich carryen lassen. Ja, Botlane hat wieder ein bisschen gefeedet und so. Aber Jungle hat gut mitgespielt. Leute, mir hat die Runde gefallen. Sagt mir, ob es euch auch gefallen hat. Zeigt es mir mit einem Like. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.